Herzlich willkommen zum Dog Talk des Tages. Immer wieder liest man von Hunden, häufig Hunde, die aus dem Ausland nach Deutschland geholt worden sind, dass sie Probleme haben, hier zurechtzukommen. Und sehr häufig wird dann das Argument herangezogen, was der Hund wohl für schlechte Erfahrungen gehabt haben mag oder gemacht haben mag in dem Land, in dem er zur Welt gekommen ist. Das liegt natürlich darin begründet, dass Menschen, die Hunde retten wollen und Hunde deswegen eben wegen dieser Rettungsgedanken aus dem Ausland hierher holen, die Menschen gehen dabei davon aus, dass es den Hunden in ihrem Herkunftsland nicht gut geht und dass den Hunden hier ein besseres Leben ermöglicht werden kann durch die Rettung. Das ist der Ansatz dahinter und damit gehen die Menschen implizit davon aus, dass in dem Herkunftsland bestimmte Dinge passiert sind oder mit dem Hund auf eine bestimmte Art und Weise umgegangen wird, die unseren ethischen Vorstellungen nicht entsprechen mag und die man dann verändern möchte, um was Gutes zu tun, um dem Hund ein besseres Leben zu ermöglichen. Dann kommt der Hund hierher und hat mehr oder weniger Anpassungsprobleme, weil das natürlich so ist, dass diese Umgebung für ihn komplett unbekannt ist und er auch keine Bewältigungsstrategien dafür hat. Er ist in seiner Sozialisierung in der sensiblen Phase mit Reizen konfrontiert gewesen, an die er sich adaptiert hat mit seinem Verhalten, die aber möglicherweise gänzlich abweichen von dem Umfeld, was ihn dann hier erwartet. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache, weil man will ja auch die Situation des Hundes verbessern oder verändern, sodass sich alleine aus der Situation schon Veränderungen und auch Abweichungen und Unterschiede ergeben. Sonst könnte man ihn ja da lassen. Was aber eben bedeutet, dass die Adaptionsfähigkeit an diese neuen Situationen möglicherweise nicht gegeben ist. Und dann kommt es zu Verhaltensauffälligkeiten. Ganz unterschiedlicher Natur. Das muss gar nicht unbedingt Aggression sein. Das kann auch einfach übertriebene Angst sein oder Panik vor bestimmten Dingen, vor bestimmten Erscheinungen, Menschen, Männer, Menschen mit Hut, mit Bart, mit Brille, mit was auch immer oder bestimmte Geräusche oder irgendwelche Wahrnehmungen, die der Hund hat, auf die er dann übermäßig ängstlich bis hin zu panisch reagiert. Und der Besitzer geht dann davon aus und ist schnell dabei zu sagen, dieser Hund hat schlechte Erfahrungen gemacht und der ist traumatisiert und da muss man jetzt irgendwie dran arbeiten und mit viel Liebe kommt das schon wieder hin. Und das Verrückte ist, dass die Menschen davon ausgehen, dass das einerseits zu bewältigen ist, diese Problematik, dass sie also mit viel Liebe das hinkriegen, diese Problematik für den Hund zu verändern und zu verbessern. Und das Zweite ist, dass dabei alles außer Acht gelassen wird, was eigentlich längst bekannt sein sollte oder auch wissenschaftlich längst belegt ist, dass nämlich bestimmte neurobiologische Prozesse in dieser sensiblen Phase ablaufen, die halt die Gehirnarchitektur gestalten und die dafür sorgen, dass der Hund für bestimmte Situationen, für bestimmte Wahrnehmungen eine Resilienz entwickelt, also eine Möglichkeit entwickelt, mit diesen Situationen umzugehen und dass genau das, was in dieser sensiblen Phase genutzt wird, sich etabliert und manifestiert im Gehirn als Verhaltensprogramm und alles andere verschwindet. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir einen Hund aus einer Umgebung kriegen, die gänzlich anders ist, also sowohl klimatisch als auch vom Umgang mit den Menschen, als auch von der gesamten Situation, Leine dran, Leine ab, Freilauf auf der Straße geboren, was auch immer, die also gänzlich abweicht von den Situationen, wie wir sie hier haben. Wir haben einen Hund, der an eine andere Situation gänzlich angepasst ist, wie auch immer die ausgesehen haben mag. Und diese Anpassung hat sich in seiner sensiblen Phase entwickelt. Und die sensible Phase ist vorbei, wenn er hier nach Deutschland kommt. Und er hat keine Möglichkeit, sich auf diese neuen Reize einzustellen. Wenn der Hund in seiner sensiblen Phase, in seinem Herkunftsland überhaupt ein paar Erfahrungen gemacht hat, weil er vielleicht auf der Straße gelebt hat eine Zeit lang oder dort geboren ist, dann hat man zumindest in der neurobiologischen Gehirnarchitektur ein paar Schaltknöpfe, die man dann möglicherweise auch bedienen kann, auf die der Hund dann zurückgreifen kann, die dann vielleicht über Lernerfahrungen noch modifizierbar sind.
wenn der Hund seine sensible Phase aber in seinem Herkunftsland depriviert verbracht hat, also fernab von allen möglichen Reizen, dann haben wir nichts, worauf wir aufbauen können. Und dann haben wir eine Situation von einem Hund mit einem Deprivationsschaden, der hier nach Deutschland kommt, der nichts kennt, der auf nichts aufbauen kann, dessen Selbstbewusstsein komplett im Keller ist, weil Selbstbewusstsein hat auch was mit Explorationsverhalten und Lernerfahrungen zu tun, bei dem im Prinzip diese neurobiologische Gehirnarchitektur ein schwarzes Loch darstellt, ein Vakuum darstellt, wo einfach nichts ist, auf dem man aufbauen könnte. Und dann wird es natürlich extrem mühsam, da irgendetwas zu tun, was auch nur ansatzweise einer Verbesserung seiner Lebensumstellung oder Lebensumstände betrifft. Und wenn wir in die Humanpsychologie gucken, dann sind Deprivationsschäden Elemente von psychischen Störungen, die einer psychotherapeutischen Behandlung bedürfen. Das heißt, wenn wir uns so einen Hund nach Deutschland holen, in der besten Absicht, seine Lebensbedingungen zu verbessern, dann werden wir automatisch zum Psychotherapeuten unseres Hundes. Und in der Humanpsychologie braucht das eine ziemlich umfassende Ausbildung, um das tun zu können und auch nachhaltig verändern zu können. Das ist also eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für den Menschen, der sich einen solchen Hund hierher holt und braucht Minimum fachkundige Unterstützung, wenn es überhaupt möglich ist, dass der Besitzer das hinbekommt. Der Besitzer wird aber automatisch zum Therapeuten seines Hundes, weil jede Therapie, auch in der Humanpsychologie, basiert Minimum auf einer vernünftigen, sicheren Bindung, die zum Hund aufzubauen ist und eben zum Patienten in der Humanpsychologie. Das heißt, die Basis für überhaupt irgendeine Form von Therapie, und das sagt noch überhaupt nichts über den Erfolg dieser Therapie aus, weil der Erfolg ist von vielen, vielen anderen Faktoren dann noch abhängig. Diese sichere Bindung ist aber mal der erste Schritt, der da aufgebaut werden muss. Und auch da ist die Frage, welche Bindungserfahrung hat der Hund gemacht in Bezug auf Menschen? In Bezug auf seine Mama wird er eine sichere Bindungserfahrung gemacht haben, aber in Bezug auf Menschen ist das ja die Frage. Und auch hier können wir ja möglicherweise eine Deprivation feststellen, wenn er nämlich auch in der sensiblen Phase keinen Kontakt zu Menschen hatte, dann wird er nicht bindungsbereit sein. Das heißt, die Basis für irgendeine Therapie fehlt schon von vornherein. Ihr seht also, das Ganze ist sehr viel vielgeschichtiger, als es so auf den ersten Blick erscheint. Aus meiner Sicht ist das Adoptieren eines Auslandshundes mit unbekannter Herkunft eine echte Herausforderung und braucht viel mehr als nur viel Liebe und Mitleid. Und es ist behaftet mit sehr großen Risiken. Es ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und im Zweifel wird man einen Hund haben, den man sein Leben lang hier an der Leine führen muss, doppelt gesichert mit Sicherheitsgeschirr, der vor allem Angst hat, was ihm draußen begegnet, der keine Bindung aufbaut zum Menschen, den man einfach nur davor bewahren muss, dass ihm irgendetwas passiert hier in unserer Welt, dass er vom Auto überfahren wird oder entläuft und man ihn nicht wiederkriegt oder was auch immer. Ja, es ist ein weites Thema. Ich könnte jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir mal bitte in die Kommentare rein, ob ihr euch dazu mal einen DocTalk Live Online wünscht zu dem Thema, wo ich dann tiefer eingehe in die Thematik oder vielleicht sogar ein ganzes Webinar, wo wir dann 2 Stunden darüber sprechen, wieso diese Gehirnarchitektur sich strukturiert und welche psychischen Erkrankungen es geben kann oder was auch immer ihr euch da wünscht, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein, das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten dürft ihr den DocTalk natürlich gerne teilen und liken und kommentieren. Und wenn ihr keinen DocTalk verpassen wollt, dann schickt mir eine Freundschaftsanfrage auf Facebook. Oder ein Abo auf dem YouTube-Kanal, das würde mich sehr freuen. Und wie gesagt, teilt es ordentlich, damit viele Menschen diese Informationen bekommen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, ganz liebe Grüße, macht's gut, tschüss.